Ja, herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute habe ich für euch ein interessantes Familienfahrzeug mitgebracht. Und zwar, wie wir hier schon sehen, das ist der neue Opel Combo Live. Der Opel Combo spielt im B-Segment der Vans mit und basiert auf einer komplett neu entwickelten Pkw-Plattform für Van-Modelle und zwar mit PSA natürlich zusammen und zwar mit dem Peugeot Rifter und dem Citroën Berlingo auf einer Ebene. Das Fahrzeug bietet auf knapp über 4 Meter Länge wirklich tolle Ausmaße. Es gibt zwei Radstände, einen langen und einen kurzen. Das hier ist der kurze. Wir erkennen tatsächlich an dieser Schiene hier hinten, die kurz direkt dahinter endet. Ansonsten wäre die Schiene 30 cm, würde sie zwar dort enden, allerdings wäre noch 30 cm schlecht, wenn man die langen Radstand hat. Beide Versionen sind als 7 Sitze optional erhältlich. Wir haben hier schauen wir gleich in den Kofferraum, der wirklich mit knapp 600 Litern in der Version hier, in der kurzen Version, zu erhalten ist. Und wie man sieht, zum Beispiel einen kompletten Kinderwagen in sich aufnimmt und einfach gerade reinstellt. Vorteil ist einfach dieses extrem quadratische im Heckbereich, dass es da einfach keine Probleme gibt. Ansonsten, was hier auch noch zu sehen ist, was wir uns anschauen können. Das ist hier ein separates Staufach, das es optional gibt, welches 10 Kilo geladen werden darf. Und durch diese Schiebeeinsätze hier vorne in den Innenraum reicht. Das heißt, man kann es vom Innenraum oder aber hier über die Heckklappe entladen oder entladen. Genau, wir haben hier, wie gesagt, einen Kinderwagen komplett drin stehen. Kinder, das ist auch das große Thema hier, ganz klar. Wenn wir hier die Heckklappe mal schließen, dann können wir uns das Heck im Detail anschauen. So sieht der Opel Combo dann genau aus. Genau, das Heckfenster ist übrigens komplett separat zu öffnen. Können wir auch einmal machen. So, wunderbar. Und dann sind wir tatsächlich für kurze, kleine Gegenstände ideal. Die werden dann einfach so reingeworfen. Und alles ist super schnell und einfach verstaut. Serienmäßig kommt der Opel Combo mit einer Schiebetür auf der Beifahrerseite. Optional ist eine Schiebetür noch zusätzlich hier auf der Fahrerseite orderbar. Ebenfalls, was möglich ist, anstatt der Heckklappe können auch Split-Türen hinten, Einzeltüren geordert werden, wie mir gesagt wurde. Was natürlich den Einsatzbereich noch erweitert. Wenn wir die Schiebetür aufmachen, dann schauen wir uns das Ganze mal so nochmal an von der Seite. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben drei Einzelsitze, ansonsten serienmäßig eine durchgängige Bank. Ich persönlich würde ganz klar natürlich zu den Einzelsitzen raten, da hier auch drei Einzelsitzen jeweils Isofix-Stationen vorhanden sind, mit denen man drei Kindersitze auch wirklich installieren kann. Ein Foto werde ich dann jetzt noch kurz einblenden dazu. Wir haben zwar hier unten Bodenfächer drinnen, aber es darf auf diesen Bodenfächern tatsächlich ein Rebound-Kindersitz abgestützt werden, was natürlich für viele Kinder und Eltern da draußen ganz, ganz wichtig ist. Schauen wir nochmal ganz kurz hier in den Deckenbereich rein. Es gibt ein optionales Panoramaglasdach, was wir hier haben. Und hinter diesem Milchglas, das ist ein Ablagefach, was wir hier oben sehen. Hier oben können tatsächlich Gegenstände reingeladen werden, die dann ersichtlich sind hier von unten durch die Beleuchtung. Sehr, sehr praktisch. Wirklich, schauen wir uns mal den Fahrerbereich vorne an. Genau. So sieht das Cockpit dann aus.
Wir haben hier wirklich ein super übersichtliches und typisches Opel-Cockpit. Die PSA-Insignien sind natürlich auch ersichtlich, ganz klar. Wie der freistehende Bildschirm, den wir hier oben haben. Bis zu 8 Zoll Größe gibt es hier. 5-Gang-Schaltgetriebe in dem Fall. Das Multifunktionslenkrad ist typisch Opel, beheizbar. Windschutzscheibe optional beheizbar. Es gibt sogar eine Standheizung ab Werk. Zusätzlich gibt es jede Menge Sicherheitsfeatures wie ein Abstandsregeltempomat, Notbremsassistent mit Personenerkennung. Wir haben auch einen Einparkassistenten, der selbstständig das Fahrzeug ein- und ausparken kann. Hier gibt es mittlerweile auch 2 Ablagefächer. Wir können das aufklappen, wir können es nach da unten abklappen. Und der Beifahrersitz kann optional umgelegt werden. Und hier sehen wir die Armlehne von diesem Beifahrersitz, die normalerweise hier installiert wird. Man kann die also rausnehmen, damit man im besten Fall bis zu 3,5 Meter lange Gegenstände einladen kann. Und ansonsten muss man zugeben, sind die Platzverhältnisse wirklich gut. Wer hier hinten allerdings Platz nimmt, dem dürfte es für Erwachsene etwas ein bisschen enger vorkommen, weil die Tür relativ weit nach innen baut. Nichtsdestotrotz, Platzverhältnisse sind hier wirklich, wirklich gut. Mir gefällt der Opel Combo auf alle Fälle und der größte Punkt ist auf alle Fälle, dass hier erstmals auf einer Pkw-Plattform aufgebaut wird und nicht mehr auf einem Nutzfahrzeug, was deutliche Vorteile im Fahrverhalten mit sich bringen soll. Und da hoffe ich, dass wir da auf alle Fälle im Fahrbericht demnächst mehr sagen können dazu. Und zu den Preisen auch. Wir rechnen aktuell mit einem Einstiegspreis von rund 20.000 Euro. Zu den Antrieben, es gibt ein 1,5 Liter Dieselaggregat, was in den Leistungsstufen 75, 100 und 130 PS gestaffelt ist. Und es gibt 2 Benziner mit 1,2 Liter Hubraum und auch 2 Leistungsvarianten, 110 oder 130 PS. Man kann die Top-Varianten jeweils mit einer 8-Stufen-Automatik ordern, was wirklich sehr, sehr toll ist in dieser Klasse, muss man ganz klar sagen. Zur Konnektivität sei natürlich auch gesagt, Apple CarPlay, Android Auto, ein Navigationssystem ab Werk oder eine Rückfahrkamera mit 180 Grad Blick ist optional erhältlich. Das heißt, das Fahrzeug bietet hier auch Top-Ausstattungsversionen aus höheren Klassen, wie unter anderem auch ein Head-Up-Display. Ja, so viel zu dem Opel Combo. Meine Wenigkeit als Familienvater von Zwillingen muss sagen, das wäre wirklich ein echt wirklich tolles Auto dafür, denn man kriegt wirklich alles Mögliche rein. Ich würde wahrscheinlich den langen Radstand sogar verwenden. Dann wird auch meine Giraffe, die hier normalerweise auch mit reinkommt, locker hinten rein auch noch passen. Und die Kinder würden sich auch darüber freuen. So viel dazu von mir aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Ansonsten Fragen gerne unten in die Kommentare und alles weitere findet ihr auch im Blog auf ubi-testet.de. Vielen Dank und tschüss und servus, sagt der Ubi.